Ja, ohne irgendwie so Scheiße. Nein. Viel gerne oder was? Ja, gar nichts. Gut, man denkt ja wohl so, aber die ja, der Frühling hat immer gesehen, der kommt wieder gehört, der gar nicht mehr in Petersburg. Aber hey, der hat das Ausdruck 4. Und Da haben wir zu halt stehen. Ah, ja. Weil wir den Mittwoch nicht mehr stehen haben. Ja! So, ja, der ist gut, der Dorf. Was war das? Komm, das sind ja aber so ein paar immer. Aber das sind ja manchmal eine Sache, das ist ja Rennspiele. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr. Die haben ja. Genau. Das ist mal wieder, wenn ich da komme. Super, die Arme sind gut. Ich hab den Rutscher gerade zu gut gespannt. Ja, mach das ich hab ja gesagt, wir wollen jetzt so ein Jumanji, weil das zu laut ist. Ja! Ja! Ja, Fadi, wir stehen hier in Fettersheim noch, 5 Minuten nach dem Spiel. Ja, ich frage immer das Gleiche, aber dein Fazit erstmal zu diesem Spiel, kurz nach dem Spiel. Ja, glücklicher Punktgewinn für uns, definitiv. Wenn es extrem glücklich für uns läuft, dann macht Berger-Niausen in der 19. Minute noch das 2-1. Aber alles in allem muss man sagen, dass es schon irgendwo glücklich ist für uns. Wir holen den Punkt gerne mit. Wir haben keine Verletzten davon getragen, wir haben keine Gesperrten davon getragen. Das ist das zweite Positive. Und jetzt können wir uns auf das Spiel am Mittwoch fokussieren und konzentrieren.
Na gut, letzte Spiel der Vorrunde lässt natürlich an die Frage zu, wie zufrieden bist du mit der Hinrunde? Ja, man muss sagen, wir hatten Spiele, die wir verloren haben, die wir nicht verlieren müssen. Wir hatten Spiele, die wir gewonnen haben, wo du auch mit einem Punkt dann leben müsstest. Alles in allem, das habe ich auch auf der Hinfahrt, glaube ich, schon gesagt, fehlen uns mindestens 5 Punkte. Gerade wenn ich an die ersten Spiele gegen Trier und Wiesbach denke oder auch das Auswärtsspiel in Pirmasens, die Punkte fehlen uns. Deswegen kann ich natürlich nicht zufrieden sein, aber so wie wir uns hinten raus gesteigert haben, muss man irgendwo auch zufrieden sein. Gut, die letzte Frage ist noch natürlich klar, Ausblick vielleicht zum wichtigsten Spiel von Rot-Weiß Koblenz im Jahr 2017, das Rallye-Pokalspiel gegen FSV Salmrohr am Mittwoch. Wie siehst du da oder wie geht ihr das Spiel an? Also für mich ist persönlich nicht das wichtigste Spiel. Für mich ist es eins der schönsten Spiele. Das Spiel in Engers im Achtelfinale war schon ein schönes Spiel, ein Genussspiel. Und jetzt hoffe ich, dass wir am Mittwoch auch nochmal so ein schönes Spiel gegen Salmrohr bekommen. Weil was bringt es mir, wenn ich im Rheinland-Pokal ins Halbfinale oder vielleicht sogar ins Finale komme und muss dann im bitteren Gang in die Rheinland-Liga antreten. Ich freue mich auf das Spiel. Die Jungs freuen sich. Das merkt man auch. Das ist Thema in der Kabine. Und deswegen ist auch so ein bisschen so, dass die Konzentration etwas weniger ist als sonst, das merkt man schon. Aber ich hoffe, dass wir natürlich am Mittwoch weiterkommen und dass wir Geschichte schreiben können, weil Rot-Weiß war noch nie in der Oberliga und Rot-Weiß war, soweit ich weiß, auch noch nie im Pokalhalbfinale.